Ja, da haben die Kollegen schon mal sich einiges notiert, auch auf der Parcourskizze, wo es gleich lang gehen soll, nämlich beim Stechen. Bis dahin haben wir aber noch ein bisschen Zeit und diese hochinteressante Situation, es sind 11. Wir gingen nach der Pause doch wirklich davon aus, dass es einige mehr werden. Wir hatten 10 schon in dieser ersten Hälfte und in dieser zweiten Hälfte ist das Ganze wirklich ein bisschen spärlicher. Vielleicht jetzt aber mit dem Europameister, mit Kevin Stode und mit Visconti du Telmont. Also, das ist nichts mit 11, da kommt noch einer hinzu, und zwar Kevin Stode bringt Visconti, fehlerfreien Ziel, 0 Runde für die beiden, Spitze. Let's go.